Heute sollte es um das Thema Cookieless im Open Web gehen und ich habe überlegt, beziehungsweise bis gleich die Präsentation eingeblendet wird, wollte ich einfach mal überlegen, oder ich habe sehr lange überlegt, wie ich einen Einstieg in die Präsentation heute finden kann, ohne dass das Thema Cookieless, was ja durchaus sehr oft heute erwähnt wurde, wieder extrem langweilig wird. Und ich finde aber den Slogan, den wir haben, The Cookieless Future is Now, klingt nicht nur geil, es ist aber auch sehr tiefgründig, weil Cookieless beschreibt für mich einen Endzustand. Bedeutet, wenn wir jetzt sagen, Cookieless Future is Now, dann reden wir über einen Endzustand, der jetzt aber schon greift, beziehungsweise jetzt schon einen großen Impact hat auf uns Werbetreibende, beziehungsweise auf die Werbebranche. Da habe ich gelernt, ist der Empfänger oder auch nicht? Ich muss drücken. Ich muss Dollar drücken, ne? Okay. Nicht nur heute, sondern auch auf der D3Con, auf der OMR. Wir haben überall das Thema Cookieless gehört. Alle reden darüber. Es gibt diverse Artikel auf der Horizont, auf verschiedenen anderen Media oder auf Mediaseiten. Das ist cool. Dann wissen wir, das Thema ist sehr relevant für viele oder für fast alle in der Branche. Was natürlich dann damit kommt, ist, dass es sehr viele Meinungen gibt, sehr viele Diskussionen, sehr viele Unsicherheiten beziehungsweise sehr viele Ansätze, die verfolgt werden. Das Ganze wollen wir so ein bisschen auflockern heute, beziehungsweise euch mitgeben, was ist genau die Lösung, beziehungsweise wie könnt ihr das aktuell, diese aktuelle Situation der Transition-Phase von Cookie-Less zu von Cookie-Based zu Cookie-Less für euch aktiv nutzen und nicht warten, bis der Endzustand Cookie-Less eintrifft. Und jetzt habe ich sehr doll drauf gedrückt. Jetzt muss ich noch einmal zurück. Gut, nicht so doll, ein bisschen. Das beschreibt es ganz gut. Ihr seht oben links, 2017 hat Apple angefangen, Cookies zu limitieren. Danach ist Firefox gefolgt und Chrome wird das Ende des Jahres auch noch machen. Auf der anderen Seite haben wir Regularien seitens des Staates, also rechtliche Regularien, die ebenfalls das Ganze ein bisschen einschränken. Und wir reden Status heute von 43% cookielosem Inventar. Und ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ende des Jahres, klar, reden wir von einem cookielosen Endzustand. Das heißt, roundabout 10% Cookie-Based vielleicht als Grundrauschen da. Allerdings heute können wir schon auf 43% der User gar nicht mehr zurückgreifen. Das heißt, wenn ich eine klassische Audience-Based-Kampagne fahre auf Cookie-basierter Technologie, ignoriere ich oder verzichte ich auf 43% meiner Nutzer, weil ich sie gar nicht mehr erreichen kann. Und das ist eine Riesenhürde, die aktuell stattfindet. Und was wir euch heute mitgeben möchten, ist, wie könnt ihr diese Hürde überwinden und dann noch natürlich zeigen, wie funktioniert überhaupt die Technologie. Und ich finde das immer charmanter, wenn man weiß, wie funktioniert überhaupt diese cookielose Technologie, die eben für diese 43% der User greift, bevor wir in die Lösung eintauchen. Und jetzt mache ich so ganz sanft. Genau. Ich kann euch beruhigen, das Ende der Welt ist nicht nah, das Ende der Cookies schon. Was mir nur persönlich wichtig ist, ist, bevor wir auch diese Technologie nochmal tiefer auf die Technologie eingehen, Contextual ist kein Plan B. Das haben wir auch sehr oft gehört, beziehungsweise es kam auch sehr oft Anfragen, so ja, jetzt ist das Revival-Jahr des Contextual Targetings. Nein, das ist eine ganz andere Mechanik. Sie hat auch ihre Daseinsberechtigung und ist auch für uns sehr wichtig, allerdings ersetzt es nicht Audience-Based Targeting. Das sind zwei verschiedene Mechaniken. In der einen Situation ist der User im Zentrum. Wir möchten den User unabhängig des Kontextes und Umfeldes erreichen. Und das hier ist ganz klar ein Umfeld- bzw. kontextuell basiertes Targeting und hat eine ganz andere Zielsetzung, eine ganz andere Wirkung auf den User. Deswegen sollte man das nicht vermischen. Wir haben das mal relativ zügig auf einen Chart gepackt, wie das Ganze aktuell cookieless funktioniert. Wir erinnern uns an die 43%, die aktuell cookielos im Web unterwegs sind. Und das fängt links an. Da sehen wir Unique IDs und Publisher First Party Data. Das heißt, Unique IDs kennt jeder. Das heißt, wir haben einen publisherübergreifenden Login. Und der zweite Baustein, Publishers First Party Data. Darunter zählen natürlich auch die First Party Cookies. Und auch da, das ist eine technisch super Lösung oder einwandfreie Lösung, aber von der Skalierung kann nicht die Rede sein. Das heißt, es kann keine einzige Technologie oder diese beiden Technologien bieten nicht die Möglichkeit, in der cookielosen Welt komplett drauf aufzubauen. Rechts sehen wir die Google Privacy Sandbox. Auch die wird sicherlich eine sehr gute Lösung darstellen. Allerdings wissen wir dort auch noch nicht, wie genau schaut es aus. Sie wird extrem skalierbar sein. Man kennt's. Deswegen bleiben wir da auch gespannt, wie die Lösung ausschauen wird. Es startet ja irgendwie mit Kohorten, dann ist es umgeschwungen auf Topics.
Also da weiterhin auf Standby. Rechts habe ich es noch aufgeführt, IP Identification, so ein sogenanntes Fingerprinting, ist an sich nicht mehr erlaubt, deswegen erstmal weggekreuzt. Und in der Mitte das Standbein der gesamten Technologie, das ist die Predictive Audience. Und ich finde, das ist ein Modell, das kann man sehr gut ausführen, beziehungsweise sehr leicht erklären auf dem Chart, das gleich folgt. Aber diese gesamte, es soll am Ende keine Insellösung sein. Das heißt, es gibt sehr gute Mechaniken, und die seht ihr auf dem Screen, die zusammen ergeben die Cookieless Solution. Und wie diese Predictive Audience funktioniert, auf dessen ja das, die gesamte Technologie aktuell ja beruht, beziehungsweise das die größte Skalierung darstellt, seht ihr hier. Es ist ein bisschen kryptisch aufgestellt, aber es ist sehr leicht zu verstehen. Links, angenommen, ihr seid auf einem Publisher unterwegs, ihr klickt auf einen Artikel, damit registriert ihr oder loggt ihr euch in unser Netzwerk ein. Das heißt, in der Sekunde werden diverse Signale an unsere Plattform gesendet, und das können sowas sein wie Device Type, welche Internetgeschwindigkeit du hast, zu welcher Uhrzeit das ist, was für ein Kontext das ist. Also wirklich Tausenden an Signalen, die in Echtzeit übermittelt werden. Und diese Signale werden in der Mitte, da seht ihr es, von der AI in einen Cube gefasst. Und das ist ganz interessant, denn dort werden diese Signale gebündelt, und es kann dann gesagt werden, dass es zu 97% ein Mann, weil er auf der Time.com ein iPhone 11 benutzt, beziehungsweise am Wochenende, dass es eine hohe Internetgeschwindigkeit hat, davon prognostizieren wir, dass er sich zu Hause befindet. Das sind alles Indikatoren, die uns eben sagen, zu 97% ein Mann, zu 89% ein Mann zwischen 25 und 34. Und dann wird dieser Nutzer wieder nicht, also er ist weiterhin anonym, aber wir haben ein Nutzerprofil danach. Und das Ganze, vielleicht erinnert ihr euch, ist ja 2017 gab es ja den Startschuss von Apple. Das Ganze wurde sehr lange trainiert. Und so funktioniert die Technologie. Das heißt, diese Cubes werden bei uns im System abgespeichert, und auf Basis dieser Signalkombination wird der User dann nicht mehr, oder haben wir das Nutzerprofil dort. Das Ganze geht mit natürlich, es gibt einen Mann zwischen 25 und 34, kann diverse Profile haben. Das heißt, auch im System gibt es diverse Signal-Cubes, die vorhanden sind, die allerdings wiederum genau denselben User beschreiben. Das heißt, der Algorithmus kennt verschiedene Kombinationen und nutzt diese. Und in der Regel schmeißt man sein Handy, seine Internetgeschwindigkeit, sein Leseverhalten, seinen Prozessor, seine Grafikkarte und so weiter und so fort gar nicht weg. Das heißt, das ist alles etwas, was kontinuierlich bleibt. Doch jetzt wissen wir, wie die Cookieless-Technologie funktioniert, beziehungsweise welche Mechaniken es gibt und wie dieser Zusammenschluss funktioniert. Und wir wissen also, okay, technisch ist es möglich, 43% zu erreichen, aber wie kriege ich jetzt diese Symbiose aus 57% Cookie-Based und 43% Cookie-Less unter einen Hut? Und da wird es ganz spannend, weil wir haben hier eine sehr komplexe Technologie, die nicht unbedingt leicht bedient werden kann. Und daraus entstand eben dieses Tool. Das ist der Cookieless Translator. Jeder von euch benutzt wahrscheinlich einen Google Translator oder sogar noch ein besseres Tool. Kein Angriff auf den Google Translator in dem Fall. Und da gebt ihr quasi euer Wort ein und übersetzt es in eine andere Sprache. Und das machen wir hier auch. Das heißt, ihr plant regulär eure Kampagne, habt die 57% Reichweite Cookie-Based Audience, die ihr vordefiniert habt, und könnt dann diese implementieren, auf Translate klicken, euer Land auswählen, und dann habt ihr automatisch die 50 Signal-Cubes, das sind immer 50 Signal-Cubes, die eure Cookie-Based Audience beinhaltet. Das heißt, es wird dann geschaut, was für Signale bringen diese Cookie-Based Audience, die gerade hinterlegt wurden, mit sich. Und ich hoffe, es ist nicht zu technisch, oder ich bringe euch alle zum Einschlafen. Aber danach wird das übersetzt, und dann hast du diese 50 Signal-Cubes und kannst diese 1:1 in deine Kampagnenplanung mit integrieren und hast somit innerhalb der 57% Reichweite Cookie-Based deine Zielgruppe definiert und innerhalb der 43% Cookie-Less-Reichweite ebenfalls deine Zielgruppe kopiert und hast somit wieder 100% Potenzial innerhalb deiner Kampagne. Und das ist das, was ich meinte. Das heißt, Cookie-Less, das wird so oder so eintreten. Nur wie gehen wir aktuell damit um? Und es verzichtet aktuell jeder, der nur auf Cookie-Based aufbaut, auf 43% Reichweite und hat somit weniger Datengrundlage, um zu optimieren, beziehungsweise weniger User, die in der Optimierung mit reinfließen,
Und natürlich, du sprichst nicht deine volle Zielgruppe an. Und das wäre die Lösung, wie man es machen kann. Und hier seht ihr das nochmal. Das heißt, es wird eben eine additive Audience erstellt. Links seht ihr in blau das, die Cookie-Based Audience, das ist eure Kernzielgruppe. Dann die übersetzte Zielgruppe, das ist in hellblau dann ersichtlich. Und dann könnt ihr regulär wie jede andere Kampagne diese fahren und nutzt allerdings beide Technologien innerhalb einer Kampagne. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, die Technologie, die ist gut erklärt, hoffe ich zumindest, aber funktioniert sie überhaupt? Und auch da könnt ihr euch sicher sein, das heißt, ihr könnt standardmäßig wieder mit 100% Potenzial laufen, Cookie-Based und Cookie-Less, bis Cookie-Less dominiert. Und ihr könnt aber auch hier sehen, dass diese Technologie bereits extrem gut funktioniert. Und ich lade jeden dazu ein, diese auch zu testen, für sich zu testen. Links seht ihr Media KPIs, die sind identisch und das ist auch das Ziel. Cookie-Based ist eine gewohnte Methode, eine gewohnte Mechanik, sie funktioniert, sie hat bisher immer funktioniert und sie ist auch noch da und wird auch noch genutzt. Wir wollen allerdings nur zeigen, okay, Cookie-Less, die neue Technologie, sie funktioniert mindestens genauso gut. Und viel spannender ist allerdings rechts die Brand KPIs und derjenige, der vielleicht weiß, warum wir da so einen krassen Uplift sehen, der bekommt eine Ginflasche von mir zugeschickt. Weiß das jemand? Oder kann jemand raten? Okay, vielleicht keine Gin-Trinker, vielleicht hätte ich was anderes nehmen sollen. Es ist sehr leicht zu erklären, weil wir reden von einer Predictive Audience. Das heißt, es wird der User in Echtzeit kategorisiert und eingeordnet und identifiziert. Bedeutet, dass wir in Echtzeit eine Relevanz prognostizieren können. Und jeder kennt es, wenn man vielleicht auf einer Elektromarktseite war, sich einen Kühlschrank anschaut und diesen gekauft hat, dann wurde ein Cookie gedroppt und du siehst diesen Kühlschrank, der schon bei dir in der Wohnung steht, jeden Tag, auf jeder Seite, egal wo. Und dann verliert diese Werbung an Relevanz für mich. Und bei der Predictive Audience ist es so, dass wir eben in Echtzeit den User analysieren. Wir wissen genau, was er jetzt gerade liest. Und dadurch, dass diese Signalkombination nicht über Nacht sich ändern oder vielleicht zu 3%, wissen wir, okay, der hat vorher das gelesen und jetzt interessiert er sich dafür und wir können ein ganzes Bild des Users erschaffen. Und das, finde ich, ist sehr spannend. Das testen wir gerade mit all unseren Kunden, beziehungsweise es wird sehr, sehr stark genutzt. Und auch hier ein Beispiel, als hätten wir uns abgesprochen, auch mit Kia und der Havas zusammen. Auch da sehen wir Media KPIs. Da sind sogar 2,5 Prozentpunkte weniger Viewability, was auch völlig in Ordnung ist, beziehungsweise ein ganz normales Bild darstellt. Einen kleinen Uplift in der VTR, einen Uplift in der CTR und halt Brand KPIs, die wiederum ausschlaggebend sind, beziehungsweise die deutlich höher sind. Und es ist sehr, sehr interessant. Das heißt, ihr könnt nicht nur eine additive Kampagne fahren, also Cookie-Less und Cookie-Based zusammen, sondern eben auch einen krassen Brand-Uplift generieren, wenn ihr auf die Cookie-Less-Technologie zurückgreift. Also zusammengefasst, was möchte ich euch mitgeben? Es ist so, dass wir eben andauernd beziehungsweise sehr oft, wenn wir über Cookie-Less reden, über einen Endzustand reden, der definitiv eintreffen wird und danach diese Symbiose gar nicht mal mehr so relevant ist, beziehungsweise weil fast alle deine User innerhalb deiner Zielgruppe auf cookielosem Inventar erreichbar sind. Aber es ist viel wichtiger, wie man jetzt damit umgeht. Und jetzt muss man nicht in Kauf nehmen oder jetzt muss man nicht warten, bis Cookie-Less dominiert, sondern man kann beides nutzen. Beides sind Technologien, die funktionieren. Und beide Technologien in Kombination generieren sehr gute Ergebnisse beziehungsweise gleichbleibende Ergebnisse ohne Qualitäts- und Reichweitenverlust. Und das war's. Schön. Gerne. Ich habe eine Frage, weil du hattest vorhin diesen Zeitstrahl, seit wann wir eigentlich über das ganze Thema Cookie-Less sprechen. Ja. Seit wann arbeitet ihr selber dran? Also ich hatte es vielleicht vorhin angeteasert, also seit 2017 gab es ja diese Startglocke von Apple, dass die Cookies dort rausgeblockt werden. Und das war so der Zeitpunkt oder die Zeitwende für Teats. Und da haben sich dann unsere Entwickler auch dran gesetzt und gesagt, okay, es wird dazu kommen, dass Cookie-Less dominieren wird. Wann der Zeitpunkt ist, das konnte gar nicht prognostiziert werden. Da gibt es noch ganz interessante Mailverläufe. Und es ist halt sukzessive mehr dazugekommen. Das heißt, es gab auch immer Restriktionen seitens des Staates. Und dann wusste man, okay, es wird darauf hinauslaufen und man muss jetzt anfangen zu lernen, man muss jetzt anfangen, die Zielgruppen zu analysieren und deren Verhalten zu analysieren auf Basis von Signalen. Okay. Also hat Tietz nicht wie andere erstmal
die beleidigte Leberwurst gespielt, sondern hat dann einfach lieber direkt nach einer Lösung gesucht, weil exakt. Ich kenne auch andere, die haben erstmal blöd reingeguckt. Okay, sehr schön. Haben wir noch eine Frage? Ich glaube, Sascha hat auf jeden Fall eine. Da hinten hat auch noch jemand eine Frage, dann machen wir die erst und dann... da hinten noch einmal die Hand heben, bitte. Ja. Ja, danke. Ist an. Hi, interessanter Vortrag, Sascha von Virtual Minds. Mich würde interessieren, in dem Cookie-List-Teil der Kampagnen, ist dann Frequency-Capping möglich? Da ist Frequency-Capping möglich, ja. Es ist auch so, dass, ich weiß nicht, ob deine Frage vielleicht darauf einzielt, dass wenn du diese additive Strategie nutzt, dass du eben nicht dieselben User erreichen kannst aus den beiden Pools, weil die User, die Cookie-Based erreichbar sind, sind Cookie-Based erreichbar und die Nutzer, die Cookie-Less sind, bleiben dort auch. Und du kannst auch da natürlich auf Basis dieser Signalkombination ein Frequency-Capping schalten. Das wird, allerdings muss man sich sowieso langsam in der cookielosen Welt von diesem Frequency-Capping-Modell distanzieren. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird, weil wir eben wirklich von anonymen Usern sprechen. Und da eine hundertprozentige Garantie zu geben, ist meiner Meinung nach schwer. Ich kann aus Tiz-Sicht sagen, wir haben einen Standard-FC von 1,7, einfach weil wir wirklich ein riesen Portfolio an Publishern haben und den User da doppelt zu erwischen, ist standardmäßig eher unwahrscheinlich. Alles klar, danke. Okay. Sascha hat noch eine Frage. Und dann. Danke. Danke für den Vortrag. Die ganze Branche hat ja extrem viele Stakeholder. Wen siehst du hier in der Verantwortung, die Weichen in einer cookielosen Welt zu stellen? Also ganz klar uns natürlich und allgemein die AdTech-Branche, so würde ich das sehen, weil wir natürlich am Ende diejenigen sind, die neue Lösungen bzw. die Manpower überhaupt haben, mit aus Entwicklersicht solche Lösungen bereitzustellen. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass wirklich aus verschiedenen Bereichen die Publisher, Unique Identifier und auch Tiz beispielsweise oder in Google, dass da halt Lösungen entstehen und diese als nicht als Insellösung fungieren, sondern wirklich harmonisiert genutzt werden können. Und ich finde, das ist definitiv in der Verantwortung der AdTech-Branche. Und ich finde, es kann vom Markt vorausgesetzt werden, dass, wenn sie auch teuer bezahlt werden, dass dann eben Lösungen geschaffen werden. Und ich finde, der Staat gibt teilweise so die Richtung an. Da wird sicherlich morgen auch ein paar coolere Insights zu geben bei den Diskussionen vielleicht. Aber das, finde ich, ist definitiv in unserer Verantwortung.